Kirchentag, das sind 5 Tage im Frühsommer. 5 Tage, an denen Hunderttausende zusammenkommen. Kirchentag ist ein fröhliches Fest, auf dem Gemeinschaft und die Vielfalt des Glaubens erlebbar wird. Prominente und Künstler beziehen Position zu aktuellen Themen. Politiker stellen sich den Fragen des Publikums, das Antworten gern auch hinterfragt. Kirchentag bedeutet miteinander ins Gespräch kommen, gemeinsam weiterdenken und den anderen mit seiner Meinung gelten lassen. Also für mich ist Kirchentag Begegnung. Ja, ein Lebensgefühl für eine kurze Zeit. Das braucht man, um mit Schwung in den Alltag wieder zurückzukehren. Kirchentag ist wie eine Oase, ein Ort zum Ausruhen und Auftanken. Er ist nicht nur ein Fest für Christen und Menschen mit einer Religion, sondern eine Einladung an alle. Gesellschaftliche Verantwortung und soziale Gerechtigkeit sind Themen, die auch auf dem nächsten Kirchentag eine wichtige Rolle spielen. Ein Kirchentag in Ostdeutschland ist etwas Besonderes, weil wir in ein sehr säkulares Umfeld kommen und weil wir sehr genau erklären müssen, was bedeutet Glauben. Glauben bedeutet nicht nur zu beten, zu singen, sondern Glauben bedeutet, sich um Arme zu kümmern, hinauszugehen und zu überlegen, wie kann ich mich gesellschaftlich engagieren. Beides gehört zusammen und das müssen wir deutlich machen und hineintragen in die Umgebung von Dresden, in diese schöne Stadt Dresden selbst. Es ist nicht immer leicht, dich zu sein. Nach 1989 wurde der erste gesamtdeutsche evangelische Kirchentag in Ostdeutschland 97 in Leipzig gefeiert. 6 Jahre später war der ökumenische Kirchentag in Berlin zu Gast. 2011 zieht das protestantische Forum wieder nach Sachsen, auf der Suche nach neuen Horizonten. Kommt nach Dresden, in die Stadt an der Elbe. Kommt nach Sachsen und bringt fröhliches Christsein mit. Ihr werdet Gleiches dort finden.